Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Brothers A Tale of Two Sons. Wir haben in der letzten Folge eine böse, böse Spinnenhexe getötet. Leider ist der große der beiden Brüder dabei verwundet worden. Ich gehe davon aus, er ist auch vergiftet. Und jetzt müssen wir ihm helfen. Dass er irgendwie... heil weiterkommt. Wow, was ist das? Oh, der Baum ist ja schön. Eine Weide oder so. Sieht aus wie der Baum in Avatar. Schwarze Rosen? Nee, Schmetterlinge oder was? Oh, oh, oh. Dem geht's gar nicht gut. Maffi, Leita, Laura, Balila, Etja, Laura, 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 Nahi. Okay. Müssen wohl irgendwas von dem Baum sammeln. Dann wollen wir mal. Jetzt müssen wir hier alleine auf eigene Faust weiter. Ah, da können wir hoch. Können aber auch... Was ist hier? Wow. Ich will lieber nochmal zurück. Ich wollte wissen, was... Oder sind das einfach nur Pilze, wo man nicht hoch kann? Das sah mir so aus, als könnte... Nee, ich glaube, nee. Nee, 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 da kann man nicht hoch. Okay, es gibt nur einen Weg, wie immer. Okay. Wollen wir mal gucken, was da auf uns wartet. Wow, das sieht echt schön aus. Das ist irgendwie so eine Höhle, glaube ich auch, ne? Wo dieser riesige Baum drin wächst. Und hochklettern. Kleiner, du schaffst das. Oh, ein Vogelnest. Das ist gar nicht gut. Na, vielleicht heißt es auch nichts. Okay. Das sieht aus wie die Quelle, wo sie Wasser holen sollen. Oder sowas. Mhm. Soll den Mann wohl heilen. Hoffentlich auch den Bruder. Ist hier runter? Eine Rutsche bestimmt. Yay! Wow. Wow. Der ist bestimmt jetzt gestorben.
Ich hab's ja schon geahnt. Zu spät. Sehr traurig, jetzt nachdem man so viel Zeit mit den beiden verbracht hat. Mit seinen Händen hat er das jetzt ausgegraben. Aber ist doch ein schöner Ort für eine Beerdigung. Oh, jetzt muss man das auch noch selber machen. Jetzt drücken sie aber auf die Tränendrüse. Du hast es gleich geschafft, Kleiner. Und Erde drauf. Tja, da weiß ich gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Fehlen einem irgendwie so ein bisschen die Worte, der arme Kleine. Nachdem sie so viel durchgestanden haben, muss das jetzt nur noch passieren.
Life. Lass uns zurück. Das bringt ja nichts. Wie es gerade jetzt wieder anfängt zu regnen, wo es hier so traurig ist. So, dann hoffen wir mal, dass wir deinen Vater noch retten können, Mensch. Wenigstens einer dir noch bleibt. Können wir bestimmt den ganzen Weg noch mal sehen. Wenn wir gemeinsam gegangen sind. Wir, also ihr und ich und die beiden Kinder. Weil der Greif, der war doch tot, oder nicht? Naja, egal. So, was nun? Da ist die Hütte, wo der Vater krank liegt. Dann beeil dich mal, Kind. Ein Stückchen ist es noch. Wie es im Spiel regnet und draußen regnet. Sind wir den Weg schon mal gegangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh nein, jetzt muss er ins Wasser und er hat doch Angst vor Wasser. Arme. Gibt ihm jetzt bestimmt Mut, dass er das doch noch macht. Das grausame Schicksal von dem armen Jungen erinnert mich irgendwie gerade voll an Clementine in The Walking Dead. Arme, die als Kind ungefähr im gleichen Alter wie er auch so viel durchstehen muss. So. Ja, und was jetzt? Er kann offenbar nicht schwimmen. Gibt's einen anderen Weg? Nee.
nur diesen Weg. Nur ich weiß leider gerade wieder nicht, was ich machen muss. Ja, gut. Nichtsdestotrotz ist die Folge so oder so vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich vermute, das wird dann auch die letzte sein. Ich hoffe, euch hat die Folge trotz der Tragik gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut.